Guten Morgen, Sie fahren den Gatwick Express nach Gatwick Airport, der von den Urlaubsreisenden für die pünktliche Ankunft am Flughafen genutzt wird. Geben Sie die Türen frei und lassen Sie die Fahrgäste zusteigen. Danach fahren Sie bitte direkt ab. Lassen Sie die zeitbewussten Urlauber nicht nervös werden. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Simulator 2016. Heute mit englischem Fahrzeug. Ich habe ja eine Umfrage gemacht und da stand drin, dass ungefähr 50-50 der Leute sich auch für andere Züge interessieren und die andere Hälfte nur für Deutsche. Es ging aber ein bisschen aus, dass sich mehr als die Hälfte auch für ausländische Züge interessieren. Und ich werde fast jetzt mal einen kleinen Kompromiss. Der Freitag 20 Uhr Slot bleibt deutsch. Also da bleiben wir in Deutschland, beziehungsweise in näherem Umfeld, sagen wir jetzt mal noch Österreich, falls Semmeringbahn oder sowas ansteht. Aber hauptsächlich deutsch. Und andererseits bleibt der Dienstag, der kommt jetzt dazu, 20 Uhr alle zwei Wochen vermutlich, ein englisches Szenario. Und wir fahren mit paralleler Steuerung. Alle Fahrgäste sind zugestiegen. Dieser Zug fährt nun auf schnellstem Weg nach Gatwick. Also wollen wir losrollen. Derzeitiger Antriebsmodus Diesel. Genau. Nächster Halt ist... Ich weiß gar nicht, halten wir auch außerhalb von Gatwick? Mal gucken. Gehe über. Nein, wir fahren jetzt durch bis Gatwick. Und es ist ein Karriereszenario. So, und ab da vorne gelten gleich erst 40. Und ja, wir fahren jetzt halt mal auf der linken Seite. So. Brake Selector gibt's hier auch. Und Window Screen Wiper. Windscreen Wiper, meine ich. Was hier übrigens so rattert, ist, glaube ich, der Dieselmotor. Weil das Fahrzeug hat einen Diesel- und einen Elektromotor. Und man kann auch umschalten. Ich glaube hier irgendwo bei Engine, beziehungsweise hier, je nachdem, was man da auswählt. Wir geben jetzt aber mal ein bisschen Stoff. Denn hier gelten 45 Meilen pro Stunde. Genau, das muss man auch mal sagen. Hier gelten Meilen pro Stunde und nicht km/h. Wir sind ja in England auf London Brighton. Und ja. Ich dachte jetzt schon, wir biegen ab. Battersea Park. Also wir haben hier ein paar Indikatoren. Ich glaube, wir haben auch noch... Ach, wir haben unser Zugspitzen nicht noch gar nicht an. Oder hat der Zug gar keins? Doch, natürlich hat der Zug ein Licht. Ich wollte schon sagen. Ein Zug ohne Licht. Also England ist zwar etwas anders, aber... Als ob sowas in England erlaubt ist. Ein Zug ohne Zugspitzenlicht. So.
Die AWS ist hier übrigens. Wie genau die AWS funktioniert, weiß ich nicht. Muss ich zugeben. Ich habe das Gefühl, über die Magneten, die hier im Boden verbaut sind. Zumindest sorgt das für ein Klingeln. Und ab hier gilt 60. Und ja, das Ganze sollte ungefähr 30 Minuten dauern, die Fahrt. Und es ist mal ein etwas anderer Zug, muss man sagen. Ich muss aber sagen, er gefällt mir eigentlich ganz gut. Und wir überholen erstmal sozusagen die S-Bahn, wäre das ja bei uns. Cool. Ich muss auch sagen, ich finde englische Bahnhöfe auch sehr, sehr pompös manchmal. Also echt cool, muss ich sagen. Auch jetzt hier so die Strecke London-Brighton gefällt mir eigentlich ganz gut. So. Ich weiß nicht, hätte ich die AWS aktivieren müssen? Egal. Ist ja das britische Let's Play. Ein britisches. Ja, hallo? CO2. Wir beschleunigen wieder auf 60. Und gleich ab da hinten gilt irgendwann 70. Komm schon, wir schalten noch ein bisschen Leistung nochmal auf. So. Interessant ist auch, dass das Teil zwei Leistungsregler hat. Leistungsregler und Leistungsregler. Ich weiß aber nicht, was der eine bedeutet. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der eine für die motorische Bremse ist. Und der andere nicht. Ja, ergibt sich so, ne, als Sinn. So, 70 Meilen pro Stunde dürfen wir hier. Wie weit ist es eigentlich bis Gatwick? Oh, muss ich mir doch mal angucken. Bis Gatwick. 21 Meilen, okay, das geht ja in Ordnung. Das ist ganz in Ordnung. Ich weiß gar nicht aktuell, was sind denn 70 Meilen? 70 Meilen müssten irgendwas um die 120 sein. Weil der Zug kann 90 Meilen und das sind 145 Stundenkilometer. Das habe ich vorhin im Livestream gesehen. Der Zug ist, wo ich das jetzt aufnehme, hier am heutigen Donnerstag ist das gerade erschienen, so, keine Ahnung, der ist 2 Stunden draußen oder so. Wenn ihr das Video jetzt seht, ist es schon ein bisschen draußen, also ich, wie gesagt, ich lade das wahrscheinlich am Dienstag hoch.
Ich finde das cool mit der Klingel. Okay, es ist eine Bremse. Dring. Ich finde das eigentlich echt cool, muss ich sagen. Mir gefällt der Zug an sich auch eigentlich. Der ist... Kann ich dadurch was ein- und ausschalten? AWS Isolate. Damit kann ich die AWS überbrücken. Interessant. So, aber wir beschleunigen erstmal wieder auf 70. Also der wackelt schon ganz gut, der Zug. Und hinten, es kommt 60. Das dürfte er ja jetzt gleich auch ankündigen. So. Und wird es angekündigt? Ah, Tatsache. Es wird angekündigt. Und da ist gerade auch mal kurz eben die AWS aufgeleuchtet. Die habe ich aber bestätigt, scheinbar. Q ist irgendwie alles. So. Und hier dürfen jetzt gleich die 60 gelten. So. Okay, da hinten gelten gleich 45. Sind wir schon in der Nähe von Gatwick? Ne, noch 17 Meilen. So. Dann wollen wir doch mal abbremsen auf 45. So, 45. East Croydon. Plus 200 Punkte. Wir sind hier gerade mal 28 Sekunden zu spät. Also... Ui, aber ui, da hinten können wir dann gleich schon mal 90 fahren. Darauf freue ich mich, das Teil mal auszufahren. Und ja, was ich noch sagen wollte, genau, zum Thema, es gibt jetzt halt dienstags noch eine ausländische Folge. Das betrifft jetzt aber nicht, dass zum Beispiel spezielle Sachen wie ein neu erschienenes Add-on, wie zum Beispiel der Maglev oder so, unbedingt an einem Dienstag erscheinen muss. Spezialfolgen sind immer außerplanmäßig und kommen unregelmäßig.
So. So, und gleich dürfen wir 90. Wir dürfen schon 90. Dann wollen wir das jetzt auch noch ausfahren. Ich finde es aber interessant. Anscheinend geht es jetzt gleich zwei lange Zeit einfach nur geradeaus. Dürfen wir hier. Errungenschaft freigeschalten. BR Class 73 Reibungsgeschwindigkeit. Genau. Punkte. Wahrscheinlich schließen wir das perfekt ab, das Szenario vielleicht. Das wäre ganz cool. Aber der Zug wackelt schon echt stark. Das muss ich zugeben. Aber wir haben halt freie Fahrt, demnach denke ich mal, ist das jetzt nicht so problematisch. Okay, das ist ungefähr eine Meile vor dem letzten Punkt. Ich muss sagen, ich finde britische Züge an sich auch eigentlich ganz schick, beziehungsweise schnieke. Ich will mir den jetzt aber mal so hier so in der Vorbeifahrt angucken. Denn ich muss natürlich auch einen Screenshot machen. Und das ist doch mal ein schöner Zug. Also generell muss ich auch sagen, ich finde britische Züge gar nicht mal so hässlich. Einfach dadurch, dass England an sich sogar auch ein sehr, sehr schönes Land ist. Ich war leider zwar noch nie da, ich will es unbedingt mal ändern. So. Hier gelten weiterhin 90, das ist echt cool. Und da kommt ein Tunnel. Ich versuche hier... Ja, jetzt habe ich ihn getroffen. Hier wird doch mit Sicherheit auch irgendwo ein Cab Light sein.
Egal, auf jeden Fall echt cool. Also man kann den Zug anscheinend auch hier aus der Position fahren. Finde ich ganz nice. Also in echt könnte man das jetzt. Der Fahrerplatz ist halt nicht animiert, demnach. So schlimm ist das aber nicht. Viel schlimmer ist, dass ich andauernd wieder nachgucke, obwohl ich das eigentlich nicht bräuchte. Weil wir haben halt noch ein bisschen was. Ich muss auch mal nach innen gucken. Also für einen Flughafen-Express echt luxuriös. So. AWS Reset. Cool finde ich auch, wie bei einigen deutschen Zügen mittlerweile hat der ein hohes und ein tiefes Ton. Horn. Eine Vorbeifahrt müsste das jetzt ganz cool sein. Komm schon. Oh. Okay, nicht mehr mit 100%, aber dafür mit 97, irgendwas Prozent. Man darf halt nicht so viel in der Außenperspektive fahren. Ui, da kommt ein Gatwick Express entgegen. So, und ab hier gelten wieder 90. Dann fahren wir die auch erstmal wieder aus. Wobei, so weit haben wir es eh nicht mehr. Wir sind in 5 Meilen da. Aber das sollte uns nicht stören. Also wahrscheinlich ließen wir das mit 98,8% ab, denke ich mal. Das ist dann echt gut. Das sind 1,2% fehlerhaft, das ist gar nichts. So. Dring. Train stop override. Break demand. Thales. Dring. Was ist das hier eigentlich? DRA. Ich weiß es nicht. Ich will es lieber nicht drücken. Am Ende ist das die Notbremse. Es ist ein großer roter Button. Wahrscheinlich ist es die Notbremse. Ja, und da scheint es mich kurz aus dem Spiel rausgeschmissen zu haben. Musste jetzt bis hier neu fahren, weil mir das Spiel abgestürzt ist. Beziehungsweise die Aufnahmesoftware und das Spiel gleich mit. Ich bin dann bis hierhin weitergefahren. Und wir müssen jetzt abbremsen, denn hier kommt gelb. Das heißt, es müsste gleich irgendwann ein rotes Signal kommen. Vermutlich... Das nächste ist on... Ah, da hinten ist rot. Okay.
kurz hinter dem Bahnhof. So, wir sind bei 50. So. Nochmal bestätigen. Das ist die AWS, glaube ich, jetzt. Komm schon. So. So, ich würde einfach mal sagen, wir halten hier im Bahnhof an. Denn ich sehe das rote Signal gut genug. Und die Türen öffnen wir halt einfach nicht. Da passiert noch etwas unser Gleis. Und wir haben gelb. Weiter geht's. Grüße, Kollege. Ah. Aber ich muss sagen, ist echt ein cooles Szenario. Mir gefällt auch Britannien, sage ich jetzt die ganze Zeit. Großbritannien. England eigentlich ganz gut. So, wir haben hier weiterhin... So. Ah, wir wechseln das Gleis. Ach, wir sind schon in Gatwick. Oh. Landeanflug. Gut. Dann wollen wir doch mal anhalten. Es ist 13.02 Uhr. Und die Leute sollen ihren Flug ja noch bekommen. Ah, 8-Car-Stop, 6-Car-Stop. Ja, das passt. So, wir stehen jetzt in Gatwick. Das heißt, das Szenario ist jetzt gleich vorbei. Jetzt läuft noch die restliche Zeit ab. Ja. Und ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese englische Tour gefallen. Und ja, wir warten noch auf die letzte Nachricht. Gut gemacht, Lokführer. Das war eine erfolgreiche Fahrt und dank Ihnen sind viele zufriedene Passagiere rechtzeitig für Ihren Urlaubsflug am Flughafen angekommen. Ja. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und bye bye.